Das Trampolin gehört heute für viele Familien in den eigenen Garten. Doch was für den Nachwuchs eine Riesenfreude ist, kann auch zum Riesenärgernis werden, wenn das Sprunggerät den Nachbarn ein Dorn im Auge ist. Was muss man also wissen und beachten, wenn man sich ein Trampolin in den Garten stellen, Stress mit den Nachbarn aber vermeiden will? Erstens, Ruhezeiten einhalten. Wohnt man nicht einsam mitten im Wald, hat man zwangsläufig Nachbarn. Deshalb sollte man sich immer an Ruhezeiten halten. Von 22 bis 7 Uhr sollte nicht gehüpft werden, genauso wenig von 13 bis 15 Uhr. Zweitens, Eigentumsverhältnisse checken. Wer zur Miete wohnt, muss den Aufbau eines Trampolins mit den Nachbarn klären, wenn der Garten gemeinsam genutzt wird. Wird er nur von einem Mieter genutzt, darf dieser das Trampolin ohne Absprache aufstellen. Wer ein Einfamilienhaus bewohnt, zur Miete oder als Eigentümer, darf das Trampolin auch ungefragt in den Garten stellen. Drittens, Achtung Reihenhausbesitzer. Wer nur einen kleinen Garten hat, der unmittelbar an den des Nachbarn grenzt, sollte um das Einverständnis bitten.